kommen aus Bukit-Lawang. Bukit-Lawang. Wer Bukit-Lawang nicht kennt, keine Sorge, wir kannten es bis vor ein paar Wochen auch nicht. Bukit-Lawang ist ein kleines, niedliches Dörfchen auf Sumatra, was zu Indonesien gehört. Wir sind hier, weil das einer der zwei Orte ist. Achtung, wir stehen auf einer Hängebrücke. Off topic, warum es hier so wackelt. Wir sind auf einer Hängebrücke und hier kommen Leute gerade. Ja. Deswegen ist das eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Zwei Leute an einer Stelle machen nur mir das Gefühl. Die Brücke neigt sich auch langsam in unsere Richtung. Wir haben zu viel gegessen schon auf der Reise. Wir sind hier, weil das einer der zwei Orte auf der Welt noch ist, wo man freilebende Orang-Utans sehen kann. Und Chris wird das Jungle-Tracking ohne mich machen. Zwei Tage werden wir da unterwegs sein und eine Nacht in einem sehr rudimentären Camp mitten im Dschungel übernachten. Ich bin gespannt, auch schon leicht aufgeregt. Der Walk soll schon okay machbar sein, aber nicht ganz easy. Ich glaube, wir sind 7 Stunden unterwegs. Leicht nervös bin ich, aber ich freue mich sehr darauf. Ich habe jetzt alles eingepackt, hoffentlich nichts vergessen, bestimmt schon, aber bin trotzdem auch startklar für die Wanderung. Ich bin chillklar, ich habe meine Essenslocation ausgecheckt, ich habe mir Serien runtergeladen, kann nichts mehr schief gehen. Das klingt nach zwei konträren Tagen, die wir heute verbringen. Wir zwei sehen uns morgen und wir sehen uns jetzt gleich. Nach 10 Minuten haben wir jetzt schon die ersten Affen gesehen, und zwar die Thomas Leaf Monkeys hier vorne, die es nur hier geben soll. Und auch Irokesenaffen genannt werden, wegen ihrem Haarschnitt. Orang-Utans haben wir noch keine gesehen, aber da oben, die zwei dunkle Punkte, ich weiß nicht, ob man das kennt. Das sind Orang-Utan-Nester. Also hier in Sumatra schlafen die Orang-Utans oben im Baum. Im Gegensatz zu Borneo, da schlafen sie auf dem Boden. Der Grund dafür, dass die hier auf dem Baum schlafen, in Sumatra oder auf Sumatra, ist der Sumatra-Tiger, der nämlich auf dem Boden sein Unwesen treibt. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ob ich mir auch so ein Nest bauen sollte. Okay, das hat sich gerade ziemlich nach Abenteuer angefühlt. Uns hat ein männlicher Orang-Utan an den Weg gesperrt. Die Männchen sind die mit den zartigen Haaren.
und immer an ihm vorbeizukommen. Hat unser Guide ein paar Bananen abseits vom Weg weggeworfen, dass er kurz seine Aufmerksamkeit verliert und wir dann einer nach dem anderen schnell an ihm vorbei. Richtig krass. Boah, das letzte Stück. Die letzte halbe Stunde war nochmal richtig heftig. Es ging so steil bergab. Und einige Stellen, die dadurch, dass es so rutschig ist, echt nicht so einfach waren. Aber jetzt hört man schon das Wasser stärker werden. Und wir sind jetzt gleich an unserem Camp. Aber richtig geile Wanderung. Richtig Spaß gemacht. Wir müssen auf den Fluss überqueren. Da vorne, das ist unser Camp. Ah, richtig cooler Platz hier. Leute, geschafft. Ich glaube, es ist 16 Uhr oder 16.30 Uhr. Und morgen um 9 Uhr losgelaufen. 7,5 Stunden ist echt anstrengend. Machbar, aber anstrengend. Und auch die Flussüberquerung. Ziemlich happy, also das reißt ja nicht, man muss irgendwie aufpassen. Ich bin ein paar Mal weggerutscht. Und hier sind wir jetzt an unserem Camp. Das hier ist mein Schlafplatz. Jetzt steht aber nur eine Dusche, schrägst du hier im Bad an. Und zwar da vorne. Ich freue mich so sehr. Hier ist die Küche. What is it for tonight? We have vegetable curry, chicken rendang also, tofu with soya bean. So much? Yeah. Das ist ziemlich geil. Selamat makan. Morgen, Freunde aus dem Dschungel. Die Nacht war hart für den Rücken. Die Matratze ist doch recht dünn. Aber absolut okay und das Flair war schon ziemlich genial. Also es hat angefangen irgendwann um 9 Uhr zu regnen, richtig heftig zu regnen. Und es war so stockfinster. Man konnte seine eigene Hand vor Augen nicht sehen, wirklich. Also es war einfach zappenduster. Zwischendrin hat es immer mal wieder aufgeblitzt. Das war einfach so krass, wie aus dem ganz dunklen, der helle Dschungel dann immer vor dir aufgetaucht ist. Das war richtig, richtig genial einfach, also vom Flair. Wir waren trocken, das Zelt hat Gott sei Dank gehalten. Das Moskitonetz ist auch dicht. Also konnte ich das von hier genießen, einfach das Schauspiel, und war ziemlich cool. Steht für uns heute, ich glaube, jetzt erstmal einen Morgentee an. Dann machen wir einen kleinen Walk zu einem Wasserfall. Mal gucken, das soll nicht so groß sein, aber wir können ein bisschen schwimmen dort. Das werden wir auch tun. Dann kommen wir wieder hier zurück zum Camp, werden was essen und dann geht es für uns per Rafting zurück zum Dorf. Wir laufen nicht, wir fahren über den Fluss. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Durchs Camp. Hier unser Schlafplatz, leider schon abgebaut, mit Moskitonetz heute Nacht. War ziemlich gut, aber wie gesagt, etwas hart die Matratze. Da nach oben geht es zur Küche und zur Toilette. Ich führe euch gerade mal hin. Das ist unser Koch gewesen. Hier ist auch die Küche und die ganzen Guides haben auch hier drin geschlafen, glaube ich, heute Nacht. Verschiedene Hütte. Kami, baru kami bayar BPA kok.
Und da nach oben, das ist das Beschwerlichste an dem Ganzen, geht es zur Toilette, vor allem im Dunkeln. Ich musste Gott sei Dank nicht heute Nacht. Aber ihr seht, der Weg ist ziemlich steil. Heute Nacht hat es ja auch noch heftig geregnet, also da hätte ich echt keinen Bock gehabt, hier nachts aufs Klo zu müssen. Zumal es stockfinster war. Und hinter diesem Blechverschlag befindet sich das Glück. Mal gucken, ist jemand drin? Nee, ist keiner drin. Ich zeig's euch jetzt einfach mal von vorne. Ich hoffe, es ist nicht zu eklig. Wer es zu eklig findet, kurz die Augen zumachen. Also als ich es mir gestern angeguckt habe, war es okay. Warte, ich schaue erstmal selber. Naja, geht. Passt. Ein Loch im Boden. So sieht's aus. Einfach und rudimentär. Man hat zwar alles, aber man darf sich hier nicht auf Komfort einstellen. Aber hätte auch nicht irgendwie zu dem ganzen Trip gepasst. Insofern vollkommen okay. Schaut euch mal das Frühstück an. Gerade die Serviette haben sie ausgeschnitten. Und noch eine Blume oben drauf. Eine Blüte. Wahnsinn. Vor der Kulisse. Endlich wieder in der Zivilisation, möchte ich sagen. Aber die 2 Tage waren richtig genial, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Aber 2 Tage waren dann auch okay, beziehungsweise eine Nacht. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt bei dem, ich weiß nicht, ich bei dem Dschungeltrick. Man sollte ihn nicht machen, wenn man den Dschungel nicht mag und jetzt nicht nur wegen den Affen hingeht. Weil man muss sich bewusst sein, ne? Man ist so einfach 7 Stunden am Dauerschwitzen, du bist 7 Stunden lang. Also während dem Laufen, der Walk geht 7 Stunden. 7 Stunden am Dauerschwitzen, 7 Stunden lang wirst du von Moskitos, Bremsen, irgendwelchen anderen Ungeziefer, das du nicht kennst, bekrabbelt, bekrapscht, gestochen. Ich bin mit einem geschwollenen Finger von irgendeiner komischen Bremse oder so, die ich verhakt hatte, in meinem Finger nach Hause gekommen. Da muss man sich bewusst sein und im Zelt hat man dann, wenn man stinkt und schwitzt, auch keinen Rückzugsort. Du hast halt nur das Zelt und bist nur durch ein Moskitonetz von den anderen getrennt. Das und, heißt... Ja. Und es ist kein Waldweg, wie ich es gesehen habe. Nee, es ist kein Waldweg, genau. Das wollte ich auch noch sagen. Er ist auf jeden Fall machbar, also mit einer normalen Kondition jetzt. Darüber hinaus geht es bei mir auch nicht sonderlich. Ist er schon machbar, ist anstrengend, aber machbar. Aber man darf halt nicht irgendwie Probleme mit Knien oder Gelenken haben, weil das geht schon auf die Bänder und auch auf die Knochen. Also vor allem, wenn es steil hoch oder besonders runter geht, also da muss man sich schon ordentlich abfedern und rutscht auch manchmal weg. Und man muss auch aufpassen, ich hatte jetzt Glück, ich bin am Ende der Hauptsaison, also wir sind jetzt Ende August hier. Die Hauptsaison, so wie ich das jetzt hier gehört habe, geht von Mai oder Juni bis August. Und danach und davor ist halt regnerischer. Und im Regen, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich glaube ich nicht so Lust drauf gehabt. Also dafür, der Weg war eh schon rutschig, weil es am Vortag geregnet hatte. Leicht, nur kurz, aber wenn es da jetzt den ganzen ganze Zeit geregnet hätte, da hätte ich nicht so viel Bock gehabt. Aber so ist mein Fazit auf jeden Fall positiv. Die Erfahrung war wirklich einmalig und cool. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann kommt her und macht es auf jeden Fall.
Und noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr so eine Tour buchen sollt, guckt, dass die Gruppengröße nicht zu groß ist. Ich habe hier in der Lodge gebucht und die machen nie Touren mit mehr als 10 Leuten. Wir waren jetzt letztlich nur 3, inklusive mir, plus dem einen Guide. Was ziemlich cool war, weil wir viele Affen für uns allein hatten, manche Spots jetzt auch mit anderen Gruppen geteilt haben und das Camp natürlich auch, aber zwischendrin oft nur alleine waren und das hat dann schon einiges ausgemacht zu der ganzen einsamen Dschungelatmosphäre, sage ich mal. Und ihr konntet euer Tempo selber bestimmen. Genau, das war auch cool. Also konnte halt auf oder kann auf jeden Rücksicht genommen werden. Wie ging es dir hier eigentlich? Ich habe gegessen und ein Buch gelesen, Serie geschaut, gegessen und geschlafen. Und mit den Katzen gespielt, ja? Ah, ja, mit den Katzen gespielt, ja, das war sehr cool. Wir haben hier 2 Katzenbabys auf der Anlage gerade. Wenn ihr die noch sehen wollt, müsst ihr so schnell kommen. Groß. Damit verabschieden wir uns jetzt aus Phuket Lawang. Wir spielen jetzt noch eine Runde Schuhe versenken und sagen deshalb bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.